Hallo meine Freunde da draußen, schön, dass ihr reinschaut zu diesem Video. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, ich habe die letzten Tage nicht so viele Videos gemacht. Warum habe ich keine Videos gemacht? Weil ich ein bisschen wenig Zeit gehabt habe. Der Grund dafür ist, ich bin nicht mehr alleine. Wir sind nicht mehr alleine. Ne? Wir haben nämlich, komm mal her. Wir haben nämlich einen kleinen süßen Racke. Hallo, sag mal hallo. Ja. Wir haben hier so einen kleinen Racke jetzt mittlerweile. Ne? Für alle, die es interessiert, es ist ein bayerischer Gebirgsschweißhund. Ist die Mama? Ne? Und der Papa ist ein Border Collie? Ja, so irgendwie, ne? So, hier holen wir den jungen Mann mal. Komm mal hier, das ist der Hunter. Ja, das ist der Hunter. Und ich habe bei hier Steine, ne? Nur wieso? Wir kennen manche wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit alle. So, machen wir Platz. Ja, der hat mich zu inspiriert, ne? Der hat ja Hunde und er sagt, er könnte ohne seine Hunde gar nicht diese Situation hier so ertragen und so, ne? Und deswegen haben wir gesagt, wisst ihr was, wir holen uns jetzt auch einen Hund, ne? Das ist ein Grund für rausgehen, ne? Um diese ganzen Blödsinn ein bisschen zu umgehen, ne? Man kann ein bisschen in die Natur, und wenn man in der Natur ist, dann beruhigt man sich ja auch so ein bisschen über diesen ganzen Schwachsinn und Blödsinn, ne? Und deswegen haben wir uns entschieden und gesagt, okay, jetzt nehmen wir einen Hund. Und ist zwar eine große Verantwortung, ne? 12 Jahre muss man ja so ungefähr rechnen, dass ein Hund lebt. Das heißt, wir haben hier die nächsten 12 Jahre so einen kleinen Scheißer hier, ne? Und aber macht einen wirklich glücklich und froh. Ich bin zwar ein bisschen allergisch, ne? So ein bisschen. Ich bin ja gegen quasi alles allergisch. Aber bei dem Kleinen bin ich echt glücklich, weil der hat ein ganz tolles Fell, der hat ein ganz kurzes Fell. Und deswegen habe ich ein bisschen weniger einfach über diesen ganzen Blödsinn die letzten paar Tage ein bisschen weniger berichtet. Und wenn ihr Bock habt, auch auf so eine Art Tassigassi-TV und so, ne? Ja, komm mal hier, schau mal kurz nochmal hier. Ja, schau mal, guck mal da hier, schau mal, da bist du. Ja. Dann könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich würde das, hab mir gedacht, ich werde das auch ein bisschen machen, ne? Wenn man durch den Wald spaziert, so ein bisschen Video nebenbei machen, ein bisschen die Lage, ein bisschen analysieren und so, ne? Über diesen ganzen Blödsinn, über den Verfassungsbruch der österreichischen Regierung, ja, Ungeimpfte wegsperren, haben jetzt schon ganz viele Juristen gesagt, verfassungswidrig, und das wird mit Sicherheit eingestellt. Aber man muss es ja so sehen, ne? Ihr müsst das wirklich so sehen. Das ist ja kein Schutz für die Gepieksten. Das ist ja ein Schutz für uns vor den Gepieksten. Ne? Und ich muss sagen, ich brauche diesen ganzen Mist nicht. Ich brauche kein Restaurant, ich brauche kein Kino. Wenn die meine Kohle nicht wollen, du, ich habe damit kein Problem. Dann investiere ich dieses Geld, das ich gerade spare, lieber in Gold. Gold wird demnächst Venezuela. Ja, in Venezuela bezahlt man mittlerweile im Restaurant und so weiter mit Gold. Ja, die haben nämlich sich selber einen Goldstandard. Also die Bevölkerung, nicht die Regierung, die findet es nicht so gut. Aber die Bevölkerung hat sich selber einen Goldstandard gegeben. Und und das wird bald auch kommen. Also wenn ihr ein bisschen Geld jetzt wegen Lockdown und so übrig habt, investiert das vielleicht in den einen oder anderen kleinen Goldbahn, ne? Da kann man ja sich so 10 Gramm kaufen oder so. Und dann hat man zumindest ein bisschen was, wenn es ganz eng wird, weil demnächst wird es eng. Ja? Inflation soll angeblich bei 4-5% liegen. Also ich habe das mal überschlagen. Ne? Ich habe das mal überschlagen. Also Autokauf, de facto die 10-20%, die man bisher bekommen hat, die gibt es einfach nicht mehr. Jetzt kostet das Auto, das ist was Listenpreis ist, ne? Meistens sogar schon ein bisschen mehr. Und
Ja, dann haben wir Lebensmittel. Lebensmittel sind jetzt bei uns in der Gegend, kann man jetzt zumindest sagen, so 15% ungefähr gestiegen, auch alle anderen Sachen. Also wenn du jetzt eine Fritteuse kaufen willst, manche kennen den Laden Action, ne, gibt es in Österreich und in Deutschland. Da sind die Fritteusen jetzt auch um 13 bis 15% teurer geworden. Ne, das macht erstmal gar nicht so viel aus bei so einer Anschaffung, aber es sind 13 bis 15%. Und Edeka geht ja jetzt schon her und sagt, ja, Preissteigerung bei den Preisverhandlungen sind die gerade so bei 25%. 25 bis, ja, bis 15 bis, Entschuldigung, 15 bis 25%. Das bedeutet effektiv eine Preissteigerung, weil die legen ja auch nochmal 5% drauf, ne? Von roundabout 20 bis 30% die nächsten Tage und Wochen, was kommen wird. In der gleichen Zeit muss man auch sagen, die Preissteigerungen, diese Preissteigerungen sind ja bis jetzt immer die Verhandlungen immer so für ein Jahr geführt worden. Das machen die Vertreiber nicht mehr. Mittlerweile machen die Vertreiber nur noch Verträge für 3 bis 6 Monate. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese 20 bis 30% Preissteigerung, die jetzt stattfinden, ungefähr eine Haltbarkeit haben von 3 bis 6 Monate. Dann wird nachverhandelt und dann wird es wieder 20 bis 30% geben. Ne? Rohmaterialien, alle, die gebaut haben in den letzten Wochen und Monaten, die wissen, wir haben hier Preissteigerungen von 300, 400% beim Holz, Stahlbeton, 200-300%. Und ganz einfache Geschichten wie eine Badewanne, die noch vor ein paar Wochen 300 € gekostet hat, kostet auf einmal 500-600 €. Also hier haben wir auch ein schönes sattes Plus von meistens mindestens 100%. Und jetzt erzählt mir noch irgendjemand, dass diese ganzen Geschichten nicht dauerhaft sind. Ja, die glauben das auch noch. In der Zwischenzeit sagt man auch, ja, wir wollen jetzt doch mehr Geld drucken. Wegen Lockdown. Und der Lockdown ist, weil belgischer Arzt im Krankenhaus, Chefarzt hat gemeint, seine Quote, der auf der intensiv stehenden Linken an Kuru wird für erkrankten Personen sind 95% doppelt und dreifach gepiekst. Ja, und Söder sagt jetzt auch, die Maßnahmen, auch verfassungswidrig, wie wir gerade erst wussten, das sagt der Söder jetzt tatsächlich im bayerischen Fernsehen, wir müssen diese Geschichte machen, weil wir so viele Herzerkrankungen und Krebspatienten haben. Also nicht wegen der Covid, sondern wegen der Herzpatienten, die auf einmal sprunghaft angestiegen sind. Komische Sache. Hat man ja, Verschwörungstheoretiker haben ja davon gesprochen. Aber, ihr wisst Bescheid. Ich sage euch nur, bereitet euch vor, die Preise werden steigen. Und zwar wahrscheinlich schneller, als wir befürchten. Also das sind die guten Prognosen, ne? Dass man sagt, in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr wird es nochmal teurer. Ich glaube eher, dass das nochmal ganz noch mal schneller geht. Aber wir werden das ja sehen, ne? Weil in dem Moment, wo nämlich die Lieferketten, und die sind sehr, sehr dünn, endgültig einbrechen, dann wird auch der Salat mal schnell im Supermarkt viel, viel, viel teurer werden. Warum? Weil sie es können. Und nicht mal wegen den Lieferpreisen, sondern da können sie einfach anziehen. Auch die müssen mit höheren Stromkosten im Supermarkt, ne? Die Strompreise steigen ja auch dort. Und auch die müssen an den Verbraucher weitergegeben werden. Oder an den Einkäufer in dem Fall. Also an dich. Wären deine Preise natürlich auch durch die Decke gehen. Und dein Gehalt ist im Idealfall von österreichischen Verhandlungen, glaube ich, von der Metallindustrie auf 3,5% gestiegen. Oder um 3,5% gestiegen. Leute, ihr seht, wir gehen Volldampf in den Abgrund. Aber hey,
Was soll's? Nein, nicht beißen. Das tut er noch ein bisschen. Ist noch ein Welpe. Darf er ja noch. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ich hoffe, es geht euch gut. Und wir sehen uns. Schreibt mir fleißig in die Kommentare, ob ihr hier den kleinen Scheiße noch öfter sehen wollt. Möglicherweise auch beim Gassi gehen oder so, ne? Wenn ja, würde mich freuen. Und wenn andere Videos werden auch folgen auf dem Bushcraft-Kanal mit dem kleinen Racker. Da werde ich auf jeden Fall das eine oder andere Video hochladen, ne? Beim Spielen und so, ne? Durch den Wald laufen und auch ein bisschen Outdoor-Geschichten machen. Da habe ich einige Pläne jetzt. Ich hoffe, dass das Wetter noch mitspielt. Ich sag da nur Sam vs. White. Schaut da auch mal rein beim Fritz Meinecke. Coole Geschichte. Ich feiere das total und ich werde auch so ein bisschen in die Richtung mal ein bisschen Video machen demnächst, wenn es vom Wetter her noch passt und nicht anfängt schon zu schneien, ne? Von wegen Klimakatastrophe, weil bald fängt ja der Schnee an. So theoretisch. Und wenn der Winter kalt wird, heieiei, weil Russland liefert zwar Weltrekord im Gas, ja, Weltrekord, hält jetzt den Weltrekord, und aber die behaupten ja, die Russen liefern kein Gas, ne? Dieses Jahr haben sie jetzt schon im November Weltrekord eingestellt. Das meiste Gas, das Russland jemals an die EU geliefert hat oder an Deutschland auch. Ja. Und die Speicher sind trotzdem leer. Also zu 75% nur voll. Was, wenn das ein kalter Winter wird? Ja, das könnte den einen oder anderen Stromausfall oder auch die eine oder andere Rationierung von Gas bedeuten. Da wird dann bloß mal einen halben Tag lang Gas geliefert. Da müsst ihr Gas schön alles aufheizen, ne? An den Tag, in den Stunden, wo es dann da ist. Duschen, wenn die Regierung es sagt. Aber, Freunde, ihr wisst Bescheid. Bis die Tage, ich komme wieder. Keine Frage. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Abo da. Und wenn ihr mehr von dem Scheiße sehen wollt, schreibt's rein. Bis denne, euer Dieter.